Bürger fragen, Politiker antworten. Das ist das Motto, unter dem das Diskussionsformat Landtag im Dialog steht. Eine weitere Ausgabe der erfolgreichen Veranstaltungsreihe des Thüringer Landtags fand am 11. Dezember im südostthüringischen Bad Lobenstein statt. Landtagspräsident Christian Karius eröffnete. Wir haben uns gemeinsam verabredet, dass wir versuchen, das, was im Landtag regelmäßig diskutiert wird, das ist ja nicht nur der Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, sondern es ist vor allen Dingen ein Ringen der Abgeordneten, und zwar ganz unterschiedlicher Parteien und manchmal auch übergreifend, um vernünftige politische Lösungen, und zwar zu den unterschiedlichen Politikfeldern. Dieses Mal diskutierten Fachpolitiker aller Fraktionen zu Fragen der Thüringer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Das Publikum nutzte die Gelegenheit, Fragen am passenden Ort an die richtige Stelle zu adressieren. Im Bad Lobensteiner Kulturhaus entstand so eine rege Diskussion zu Themen wie Digitalisierung, Lohnpolitik und soziale Verantwortung von Unternehmern. Verbraucher und Unternehmer aus der Region diskutierten auf diese Weise mit Landtagsabgeordneten über Entwicklungschancen im ländlichen Raum, öffentliche Wirtschaftsförderung und Fachkräftemangel.